Heute wollen wir in unserem Quick-Tipp euch ein paar Informationen geben, wie man auf eine Bauder Liquitec-Abdichtung eine Haftbrücke herstellt. Die Haftbrücke dient im Regelfall dazu, dass nachfolgend dann mit einem Putzsystem zum Beispiel auf die Abdichtung gearbeitet werden kann. Wenn auf unsere Liquitec PU-Abdichtung nachfolgend ein Putzsystem zum Beispiel aufgebracht werden soll, ist es wichtig, dass wir eine Haftbrücke herstellen. Hier haben wir eine bereits fertiggestellte Abdichtung. Das ist die Grundlage dafür. Wenn die Liegezeit länger als 16 Stunden ist, bitte diese Abdichtung vorher anschleifen. Und dann wird ganz einfach auf die vorhandene Abdichtung eine sogenannte Klebeschicht mit ca. 500 bis 1000 Gramm pro Quadratmeter ebenfalls aus der Liquitec PU-Abdichtung aufgebracht. Ganz normal verarbeiten mit einem Pinsel oder mit einer Rolle auf die entsprechend vorbereitete Abdichtung aufbringen. Sieht dann so aus. Geschlossene Fläche, die wir hier haben. Und dann ist der nächste Arbeitsschritt, diese Abdichtung, diese Klebeschicht mit einem Quarzsand mit der Körnung 0,7 bis 1,2 mm vollflächig abzustreuen. Nehmt den Sand, das geht auch senkrecht ganz gut. Da müsst ihr euch gegebenenfalls behelfen mit einer Kehrschaufel oder sowas. Und dann ist es eben wichtig, den Sand in die nasse dritte Schicht auf der Abdichtung einzustreuen. Dann lasst das Ganze entsprechend abtrocknen. Und dann kann der Putzer oder der nachfolgende Gewerke das Putzsystem aufbringen. Mehr zum Thema Flüssigkunststoff findet ihr auf der Bauder-Webseite und die Links dazu unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch Fragen zur Anwendung von Bauder Liquitec habt, schreibt diese am besten gleich hier in die Kommentare. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Jede Woche gibt es hier was Neues. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.